Uns ist ja bereits bekannt, dass man bei Emo2-Kombi-Instrumenten die Verbrauchsanzeige im VCDS justieren kann. Dazu verbindet ihr euer VCDS mit eurem Fahrzeug über euren Adapter, geht auf Steuergerät 17, also das Kombi-Instrument oder auch Schalttafeleinsatz genannt, Adaption und Kanal 3 auswählen. Dort könnt ihr dann in 1% Schritten die Verbrauchsanzeige justieren. Bei Emo3 ist das leider nicht mehr möglich. Warum ist eine gute Frage? Möglicherweise, weil die Verbrauchsanzeige jetzt so akkurat sein soll, dass das nicht mehr nötig ist. Dennoch gibt es Leute, die Probleme haben. Mr. Benzinstop und ich haben uns mal hingesetzt. Am Telefon, er bei sich, ich bei mir. Und haben das Ganze ausprobiert. Wir haben die Verbrauchsanzeige bei Emo2 justiert und haben somit rausgefunden, was dann im EEPROM letztendlich geändert wird. Er hat im Emo3 Tacho im EEPROM nachgeschaut und hat festgestellt, aha, da steht an der gleichen Stelle der gleiche Wert. Nun können wir das mit VCDS nicht ändern, aber wir können es ja im EEPROM ändern. Das probieren wir einfach mal aus. Verbrauchsanzeige beim Emo3 Tacho über den EEPROM justieren. Was ihr zum Lesen und zum Schreiben von eurem EEPROM braucht, ist wieder klar, natürlich euren EEPROM-Programmer. Und einen Hex-Editor, in dem lässt sich das Ganze nämlich viel schöner editieren als in dem EEPROM-Programmer selbst. Für uns interessant ist hier der Wert 0x145. Der Wert ist in Hex 64, was genau 100% entspricht. Heißt, die Verbrauchsanzeige ist in dem Fall genau 100% von dem, was als Dateneingang auch anliegt. Jetzt lässt sich das Ganze editieren. Als Beispiel, wenn wir hier im Hex die 69 eingeben, haben wir 105%. Probieren wir aus. 69 und gucken rechts. 105%. Korrekt. Schauen wir nochmal, was Mr. Benzinstop uns da Schönes geschrieben hat. Übrigens, vielen Dank dafür fürs Ausprobieren. Mit diesem Wert hier komme ich nicht auf die 115, sondern auf die 116. Aber gut, vielleicht war das ein kleiner Tippfehler. Wir ändern das hier einfach mal schnell zur 73 und haben dann auch schon unseren richtigen Wert von 115 dastehen. Wir haben ja gelesen, dass es sich bis minimal 85% verändern lässt. Jetzt probieren wir es im EEPROM einfach mal total extrem und ändern den Wert hier im Hex auf 10. Das heißt, wir haben gerade mal 16%. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Wir können das später auch nochmal in dem Emo2-Tacho testen, ob es da funktioniert. Wir speichern das Ganze ab als extrem. Wenn ihr das Ganze ausprobiert, wichtig, vorher, ich sag's jedes Mal, Backup machen, damit ihr immer wieder auf euren Urzustand zurückkommt. So, jetzt probieren wir mal einen, ich sage jetzt mal, legalen Wert, den ein Emo2-Tacho auf jeden Fall ohne Probleme nehmen würde. In dem Fall nehme ich hier die 55, was quasi 85% entspricht, demnach noch im von VCDS akzeptierten Bereich liegt. Das Ganze speichere ich auch wieder ab, einfach hier als normal 85%. Beim Abspeichern solltet ihr natürlich nicht vergessen, die Dateiendung auch richtig einzutragen. In dem Fall hier natürlich .bin bei beiden Dateien. Ansonsten könnte es sein, dass euer EEPROM-Programmer euch die Dateien gar nicht erst sehen lässt. Nachdem ich noch die Hoffnung habe, dass dieses Video hier endlich mal wieder recht kurz wird, werde ich jetzt die Daten einfach auf den Tacho schreiben und euch danach berichten. Ich probiere jetzt erstmal den Extremwert aus und fahre zur Tankstelle. Müsste ich ja sehen, ob der Verbrauch dann ungefähr bei 9 Litern liegt, vielleicht komplett falsch ist oder vielleicht doch irgendwie so bei 1-2 Litern angezeigt wird. V5 Verbrauch, 4 Liter. Das funktioniert. Ah, ich finde das geil. Das ist jetzt der Extremverbrauch hier von 16% quasi vom eigentlichen Verbrauch. Schön gemütlich hier mit 3 Litern durch die Stadt. Klar. Im Stand, mal gucken. Mal schauen, was der aktuelle sagt. 0,2 pro Stunde, okay. Der wird also da dann auch verändert. Der ist für gewöhnlich hier beim V5 bei 1 bis 1,5 pro Stunde. Ich finde das toll. Also halten wir fest, wenn der Extremverbrauch funktioniert, muss ich den anderen, den dauerhaften, gar nicht testen, wie den 85. Weil der wird auch funktionieren. Und jetzt noch einmal Vollgas hier. Vollgas 2,4 Liter, völlig in Ordnung. Jetzt müssten wir noch eine Sache klären, und zwar, ob die Restreichweite auch verändert wird. Und nee, sieht nicht so aus.
denn seit ca. 20 Kilometern, also 10 Kilometer mit dem alten Dump drauf und jetzt 7,4 Kilometer mit dem neuen Dump, zeigt die 220 an. Und was natürlich auch richtig cool ist, mit diesem Lifehack hier quasi, wenn ihr das im Dump ändert, verbraucht euer Motor wirklich so viel. Also ich bin jetzt ca. 4000 Kilometer mit einer Tankfüllung gefahren, weil er ja wirklich nur 1,4 Liter braucht. Nicht schlecht, oder?